Einmal im Jahr treffen sich die Verantwortlichen des neokatechumenalen Wegs aus ganz Deutschland hier in Chemnitz. In den letzten Tagen bin ich bei diesem Treffen dabei gewesen. Die Ehepaare aus Köln, Düsseldorf, Hamburg, München, Berlin, Osnabrück, Hannover und vielen anderen Städten überlegen miteinander, wie das Evangelium weitergegeben werden kann. Denn in unserer Zeit geht es darum, Christus zu verkündigen als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Der neokatechumenale Weg schafft eine neue Seelsorge, die keinen Glauben mehr voraussetzt, sondern Glauben möglich macht. Durch die Verkündigung entstehen in den Pfarreien kleine Gemeinschaften. Und auf Dauer verändert sich eine Pfarrei zu einer Gemeinschaft von Gemeinschaften. Heute im Nachtgebet danke ich Gott dafür, dass es dieses großartige Charisma der Kirche auch in unserem Bistum gibt. 22 Uhr auf domradio.de im Nachtgebet. Dein Weihbischof Ansgar.